Moin Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Quest. Wir sind wieder zurück, wir werden jetzt unser tägliches Pokémon mal eben abholen. Ein neuer Tag ist nämlich angebrochen und es ist ein Mushas. Auf Level 24. Mit Panzerschutz als Attacke. Der Anwender zieht sich in seinen harten Panzer zurück und senkt so für eine Weile den Schaden, den er erleidet. Okay, eigentlich irrelevant für uns. Aber naja, da machst du nix. Holen uns erstmal unseren Daily Bonus hier ab. Die 50 Coupons. Deko-Objekte könnten wir. Wir könnten uns jetzt eins der größeren Deko-Objekte zulegen, aber. Chance auf Pokémon mit Multifassung. Oh, es gibt sogar neue anscheinend. Gibt es neue? Tauros war doch auch noch nicht drin, oder? Oder bin ich jetzt doof? Pokémon mit Multifassung. Pokémon mit Multifassung. Recycling. Recycling. Chance mit Pokémon. Mit Gericht mehrere Pokémon anzulocken. Okay, darauf spekulieren wir mal als nächstes. Das ist das erste Ding, was wir uns holen werden: das Pikachu Surfbrett. So, wir müssen noch 3 Kämpfe machen. Dann haben wir unser Gericht fertig. Unser Team sieht ja wie folgt momentan aus: Sandam, Tauboga und Onix. 29, 28, 23. 700er Angriff. Ja, das lassen wir erstmal so, das Team. Und könnten jetzt gegen den Boss dieser Stage antreten. Was ich aber eigentlich. Aber wir versuchen es einfach mal. Wenn wir versagen, versagen wir. Und dann werden wir erstmal grinden, dass wir an bessere Steine rankommen werden. Hoppala, ein Walzer. Aber erstmal Härtner raushauen. Da hinten steht nämlich ein Kadabra. Ich traue diesem Kadabra nämlich keinen Meter. Jo, easy. Aber wir wissen ja alle. Beim Endboss wird abgerechnet. Natürlich bewegen die sich aus dem Steinwurf raus. Frech. Dann beenden wir es jetzt und plopp. Die Welle haben wir auch überstanden. Wir haben Sandam noch nicht verloren. Es ist noch nicht aus den Latschen gekippt. Besiegt. Das nächste sind Abras. Nein. Ach, Mist, das wollte ich jetzt nicht. Das hat. Abra kann nur Teleporter? Okay. Bisschen Klischee, ne? Na gut, dass dann Darm jetzt umkippt, ist okay. Ich hätte eigentlich mit einem früheren Ableben von Sandam gerechnet. 12 Zutaten haben wir zumindest schon mal aus dem Kampf rausgeholt. Und erledigt. Jetzt geht's zum Boss. Das machen wir einmal Härtner vorher. Sandan ist auch wieder da. Und es ist ein Simsala. Und ich gehe mal davon aus, das wird jetzt ordentlich Schaden uns machen. Der Tauboga ist down. Nächster Stellenwurf muss auf jeden Fall sitzen. Wieder welche down. Als nächstes müssen wir Härtner einsetzen unbedingt. Das wird nichts. Simsala ist leider zu hart. Momentan setzt es nur Teleporter ein. Und
haben die Standardattacke benutzt und dann jetzt sind wir tot. Na, so knapp. Weil wir wissen wenigstens, wo wir stehen in dem Kampf. Oh, der Angriff ging nochmal daneben. Aber der Standardangriff hat es dann umgehauen. Naja, egal. Also zumindest dein Pokémon-Team ist außer Gefecht. Mit Hilfe von Person kannst du bei den Erkundungen gefundene Items behalten. Das wären 10 Gutscheine. Komm, wir nehmen einfach mal die Items mit, die wir rausgeholt haben. So schlimm sind die 10 Dinger jetzt nicht gewesen. Wir kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte obendrauf. Und haben 9 Härtesteine. Also jetzt wissen wir wenigstens zumindest, wo wir stehen. Der Schaden ist einfach zu groß, den wir nehmen. 200er Stein hatten wir, richtig? Ja. Er hat zu wenig Leben. Hat den Stein drinne. Können wir hier einen 226er reinnageln. Dann hat er wenigstens mal ein bisschen mehr Leben. Und hier sind die Steine alle auf Maximum. Naja. Hier fehlen nur die Kraftsteine unbedingt. Okay. Dann werden wir es wie folgt machen. Wir hatten zwar mit den anderen Stages da auch Probleme. Aber wir werden in dieser Folge jetzt erstmal ein bisschen grinden. Dass wir den Kochtopf voll kriegen, damit Glück der neuen Pokémon rausziehen. Und dann so erstmal Steine farmen, dass wir immer stärker werden. Das nützt ja nichts anderes. Jetzt einmal hier versuchen, den Boss zu legen. Das hätte ja beinahe sogar geklappt, aber... immer so, dass es nicht hingehauen hat. Also bevor wir jetzt hier die ganze Zeit wieder rein, das nochmal versuchen und dann daran scheitern, ist ja auch sinnlos. So, das kleine Owei, da brauchen wir keinen Angriff mehr machen. Es sei denn, es benutzt Explosion. Ich wollte es nämlich jetzt auch wieder benutzen, alter Schwede. Alter, wie sie... Alle Owais wollen sich in die Luft sprengen. Sandan ist back. So, und nun zum Boss der Stage. Das ist bestimmt das, Pantimos, genau. Hat Kadabra und Hypno um sich rum. Ich bin nicht so Fan von, aber... Okay, Härtner fällt erstmal aus. Gleiches Windstoß wieder da. Komm. Schön. Sandan ist wieder K.O. Mein Gott, jetzt muss ich mich gerade mal ein bisschen konzentrieren. Weil ohne Exception zieht gleich wieder um. Scheiß Doppler da vorne. Weil wir sollten Pantimos gleich haben. Jo. Ist erledigt. Was kriegen wir für einen Stein raus? Wieder einen blauen, okay. Gab interessanterweise nicht so viel IP. 239er Geschwindigkeit und automatische KP-Erholung. Das ist schon mal nicht schlecht. 239. Das ist okay. Wir müssen noch eine Erkundung machen. Machen wir im besten Fall nochmal die Stage, weil das ist die höchste Stage, die wir machen können. Dann danach werden wir dann die Bonus-Stage mal machen, damit wir dann hier den etwas höheren Stein rausziehen. Das wird dann auch diese Stage hier nochmal sein. Okay.
mal einen Angriffsstein dazu. Alter, was ist denn da los? Wir mal bitte jetzt dieses Duplikat da ausschalten. Das kann doch jetzt nicht sein, dass wir jetzt hier echt Probleme haben bei der ersten Welle. Oh wei. Jetzt geht dieser Explosionsärger da gleich wieder los. Mein Gott. Hoho. Okay, das nächste Kokowai. Wenn die Viecher bei uns wieder explodieren, dann ist sie aber echt. Ich hätte nämlich echt gerne alle Pokémon bis zum Endkampf. Toll. Sandan kippt natürlich wieder vorher um. Das ist jetzt nicht so optimal gelaufen. Okay, Leute, das bleibt mal ein bisschen auf einem Fleck stehen, dass jetzt einmal der Steinhagel, Steinwurf ordentlich sitzt. Stoß jetzt auch, aber kann ich jetzt erstmal nicht mehr einsetzen. Sandan ist gleich wieder da. Na komm, Sandan, eine Attacke noch. Das ist doch wieder ernst. Kommt schon. Hätner läuft noch. Der Steinwurf muss mal ordentlich sitzen. Ja, Windstoß mal ein paar Treffer gelandet, okay. Noch ein Kadabra ist da unten. Einmal Hätner erfrischen. Kadabra ist down, nur noch das Pantimos. Komm, erledig es. Und zack, Pantimos ist belegt. Jetzt noch ein Angriffsstein dazu. Ja, das war ein Angriffsstein. So, kein neuer Level. Sogar 2, 273, okay, und ein 257er. Da kann ich mit leben. So, unser Rezept, unser Kochding hier ist fertig, unsere Base. Die gehen wir einmal kurz holen. Und dann werden wir ein neues Rezept aufsetzen. Dann machen wir nochmal die Bonuserkundung. Kubo, Feuerbohlen. Okay, also Feuerbohle. Wir kriegen jetzt ein neues Feuer-Pokémon. Das ist ein Punita. Das ist jetzt ein Shiny wäre, ne? Auf Level 24, okay. Sprungfeder. Der Anwender springt zweimal nach vorne. Getroffene Gegner leiden Schaden und Nitroladung. Der Anwender bündelt die Kraft des Feuers und erhöht so für eine Weile den Schaden, den es anrichtet. Gar nicht mal so scheiße. Kann also gerne bei uns bleiben. Dann werden wir einmal. Also den nächsten Kochtopf haben wir ja noch nicht. Voilà, zack. Dafür brauchen wir ja mehr. Ach komm, machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal zufällig. Machen wir einfach mal rein da. Okay. Inselerkundung steht vor der Tür. Wir machen noch einmal die Bonuserkundung in dieser Folge. Zack. Werden wieder die Stage natürlich hier nehmen. Hoffen, dass wir dann da einen sehr guten Stein rauskriegen. Was ist ja eigentlich effektiv genug oder effektiver, wenn man halt auch die höchstmögliche Stage nehmen kann bei dem Bonusteil. Bei dem Bonus-Erkundung. 2 O-Weiß und die beiden sich jetzt gleich in die Luft jagen. Dummes Snoopy-Cat und nur weiter unten.
nicht. Hoffe ich jetzt mal. Irgendwie halten dieses Duplikats ordentlich was aus. Und das müssen wir mal gleich gucken, dass wir dann unser Team ein bisschen pushen. Von den Steinen her. Dass wir dann erstmal die Lebenssteine uns aufbewahren für Onyx. Die höheren. Und Onyx ist gewonnen-hittet. Sandan ist auch down. Ah, das ist jetzt hier Worst-Case-Szenario, ne? Ach du Kacke. Okay, wir benutzen Windstoß nicht in dem Kampf. Ach du heilige Scheiße, das ist jetzt halt ätzend, ne? Sandan wird jetzt im Endfight umkippen und Onyx Leben ist jetzt auch nicht gerade die Krönung jetzt in dem Kampf. Wird spannend. Vier Hypnos drumrum. Ein Hypno weniger. Noch eins weniger. Sandan ist down. Wir können Windstoß erstmal nicht mehr benutzen. Und jetzt der muss sitzen. Okay, down. Nur noch das Pantimos. Was mir mit seinem Doppelgänger-Dingern da auf den Zeiger geht. Lustigerweise komme ich auf den Attackennamen nicht, wenn es da benutzt. Ja, schön, der hat gesessen. Den Stoß sitzt auch bedingt. Und jetzt. Nein! Es kommt aus dem Steinwurf raus. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Aber es ist trotzdem besiegt. Sandan kippt leider nochmal vor um. Eieiei, wir brauchen unbedingt bessere Steine, ne? Oh, ein großer Lebensstein. Den können wir eigentlich Sandan am besten mal geben. Mit seinen Gurkenpunkten da. Sandan entwickelt sich. Geil, wir haben einen Sandama. Es ist jetzt kein Shiny mehr. Wow, ernsthaft jetzt? Oder ist das noch Shiny Sandama? Ich bin mir jetzt gerade nicht so ganz sicher. Das ist doch egal. Ist ja egal. Wir werden jetzt erstmal ganz kurz noch in dieser Folge uns mal ein bisschen pimpen. Und zwar, Sandama wird bekommen den hohen Lebensstein hier. Den wird er kriegen. Er wird die ganzen hohen Steine jetzt kriegen. Ist damit bei 1355 Angriff und 431 Leben. Tauboga. Können wir da was tauschen? 239er Lebensstein hier rein. 198er Angriffsstein. Und ein 180er. 173, ja, das können wir so lassen. Und Onyx. 237. Und 226. Und 23, 85. Volltrefferschaden. Gut, wir könnten jetzt hier noch einen reinpimpen. Das machen wir jetzt aber mal nicht. Attacke, Regenerationszeit, Attack-Ausmaß. Regenerationszeit am besten auf Härtner. Und den Ausmaß machen wir im Attack. Ist diese Attacke nicht kompatibel? Okay, dann denkt mich halt im Arsch. Ja. Und dadurch ist unser Team jetzt bei was für einer Stärke? 5277. Freunde, ich werde mich von euch jetzt verabschieden. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's gut, ciao!